Ja, also die Analyse hat ergeben, dass es keine Magie dieser Statue innewohnt. Das scheint also eine profane Statue zu sein, oder es ist ein karmaler Effekt, der diese Schattenlosigkeit bewirkt. Machen wir es Statue jetzt hat. kaputt oder was Wie machen kann es wir? denn keine Magie sein? Ich meine, wir reden doch hier über keinen Schatten und wenn es keine Magie ist. Scheiße. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass hier karmales Wirken am Start ist. Und Also welcher Gott irgendwas. soll hier wohl einer Statue den Schatten gestohlen haben? Das ist leider offensichtlich. Klärt mich doch auf. Ich denke Fex. Naja, Pirine, denke ich, ist ja eine Pirine-Statue, aber warum macht die sowas? Wir sollten einen Praios-Priester hinzuziehen. Lass uns auf jeden Fall hier umschauen, ob wir Fex-Symbole finden. Das ist keine schlechte Idee. Nun gut, schwärmen wir aus. Hanswin? Ja. Verstehe eure Beunruhigung. Wir sollten davon niemand sonst erzählen, außer den Paioten. In diesen schweren Tagen muss so eine Nachricht nicht ans Licht der Öffentlichkeit treten. Ich denke, wenn ihr es jetzt jemandem erzählt, wird man es nur als eine weitere von Alotas Spielereien abtun. Wir erwarten bald hoffentlich die Sonnenlegion in der Stadt. Und wird uns in der Residenz aufsuchen, sobald ihr die Weststadt unter Kontrolle ist. Dann sollte sich wohl am besten die Inquisition um die Sache kümmern. Ihr dürft mal einen W12 würfeln. Gibt's den? Das hier, ja, das ist neben dem D20. Den! Ömer findet ein goldenes Kettenglied. Ja, Ömer nimmt das natürlich jetzt mal vorsichtig an sich und will dann zu den anderen ganz gerne zurück. Also ich finde hier nix. Hier sind Guck viele mal, ich Steine und so was, aber sonst. glaube, das ist aus einer Halskette oder sowas. Guck mal, das sieht aus wie ein goldenes Kettenglied. Kettenglied, darf ich? Ja, natürlich, und da reicht's ja, oder? Ich nehme das und halte das mal neben mein Kettenhemd. Vielleicht was Priotisches? Gold ist ja oft mit Prioten. Aus dem, was sehe ich? Es ist nicht so groß wie dein Kettenhemd, sondern es ist eher so groß wie. Kennst du diese Ketten, die ein Bürgermeister normalerweise trägt? Ja. Also relativ groß. Also sieht Nicht. schon eher aus wie Halskette und weniger wie Ja, Kette. genau, eher groß wie eine Halskette, die dann aus mehreren Kettengliedern geschmiedet wird. Nun, zumindest hat sich kein Bandstrahler hier herumgetrieben, würde ich denken. Ich gebe das Ding wieder an Ömer zurück. Aber Schmuck und teurer noch dazu, würde ich denken. Ja, es scheint auch alt. Ja, aber es war doch ein Waisenhaus. Vielleicht irgendwie von den Geweihten? Aber reine Geweihte tragen doch eigentlich fast keinen Schmuck, oder? Vor allem den goldenen. Nein, und das hier sieht nicht aus, als würden die Diener des Paios irgendetwas damit zu schaffen haben wollen. Ja, wer trägt denn so etwas, wenn das Schmuck ist? Das sieht. Ist das Frauenschmuck? Gib Goldene mal. Ketten? Zeig mal Ah. her. Viele Adlige hier eine goldene Haube, wenn ich denke. Reiche Händler. Man trägt ja einen Anfall für den Schmuck. Also, ich könnte dir jetzt nicht sagen, ob die genau sowas tragen, aber es sieht so ähnlich aus, ja. Wir sollten dies wohl vorerst behalten. Dürfen wir noch eine weitere Geschichtswissenprobe ablegen? Für ein weiteres Detail. Ein weiteres Fundstück. Bereue es echt gerade, kein Wissenscharakter zu sein. Bin auch doof. Diese Runen findet auf einem der Sockel eine weitere kleine Notiz der Fertigung. 40 Hela Horas. Dieses Waisenhaus ist über 1000 Jahre alt. Schaut mal hier am Sockel. Die Inschrift. Steht da. Da kann ich gar nicht lesen.
Ich kann kein Bosporano. Das sind doch bosporanische Zahlen, oder? Ja, sind es. Da steht 40 Hela Horas. Und wenn das das Jahr ist, in dem diese Statue gefertigt wurde, dann ist sie ja schon über 1000 Jahre alt. Na, dann denke ich nicht, dass wir uns wundern sollten, dass sie so aussieht. Wer weiß, was in der Zwischenzeit unten hier unten gehaust hat. Wir sollten das den Kirchen überlassen. Meint jetzt, besteht ein Zusammenhang zwischen dieser Statue und diesen Gargülen? Gargülien? Sagt ihr nicht etwa von dämonisch? Ja, sie haben auf jeden Fall eine gewisse dämonische Komponente, aber sie ist schwach ausgeprägt. Und gleichzeitig haben diese Statuen eine feische Komponente. Feen, aber mir? Was soll denn Feen damit zu tun haben? Ihr wisst schon, großartig. Nun, Magistra Isarun sagte doch, dass es sich hier, dass diese Statue ohne einen Funken Magie. Das ist korrekt. Und der dicken Staubschicht nach zu urteilen, denke ich auch nicht, dass diese Gargülen, die wir in der alten Residenz gesehen haben, hier gewesen und dann ausgegangen sein könnten. Schauen wir mal kurz die Kratzer an. Sehen die aus, als könnte das von den Klauen der Gargülen herkommen? Das ist auf keinen Fall gargülisch. Okay. Könnte ein kleines Messer gewesen sein, dolchartig. Nun, ich würde Isarun sagen, dass es sich hier um Magie handelt, würde ich keine Sekunde zögern, einfach alles zu zerschlagen, aber wenn es sich um göttliches Wirken handelt, müssen wir es respektieren, so seltsam es auch aussehen mag. Geh mal an die rundherum, wie groß ist diese Kaverne überhaupt? Ja, es ist ein altes, zerstörtes Waisenhaus, wie gesagt, unter einer Brauerei. Wie groß sind solche Sachen? Vielleicht 100 Quadratmeter? Ein großes Haus. Mit vielen kleinen Kammern und so einem Schulsaal. Dann würde ich mal an die Wand gehen, mit dem Stab sie abklopfen und ja, weiter rumgehen und die Wände abklopfen, wie gesagt. Aber mir, das stürzt uns noch ein, wenn ihr hier so rumklopft. Ach was. Das steht seit 1000 Jahren. Zählt noch ein Tag. Seit 1000 Jahren hat auch sicherlich niemand die Wände angeschlagen. Mit gutem Grund vermutlich. Die Wände ansonsten sind massiv. Keine weiteren Hohlräume. Nichts, was dir da irgendwie auffällt. Also dahinter wird wohl irgendwie Erde sein. Aber eine geheime Kammer oder sowas kannst du da nicht finden, wenn du jetzt auf das anspielst. Scheint nicht zu sein. Ich weiß nicht, irgendwie denke ich, dass diese Statue der Schlüssel zu etwas ist. Ich versuche mal, ob sie sich verrücken. Wie groß ist die Menschengroß, ja? Also. Ja, vielleicht ein bisschen über menschengroß, also 2 Meter 10, so ungefähr. Also ein bisschen größer als du. Lässt sie sich verrücken oder ist die in ihren Sockel gegossen? Nee, die lässt sich nicht verrücken. Also die steht da massiv drauf und wurde wohl aus dem Stein gehauen. Wir haben 2 Möglichkeiten. Entweder wir lassen sie hier stehen und fragen zumindest die Piranekirche, ob sie darüber etwas wissen. Oder wir nehmen sie mit. Ja, wie willst du sie mitnehmen? Du bist ein starker Mann. Ich wette, Isarun hat auch den einen oder anderen Trick im Ärmel. Unter normalen Umständen wäre ich dafür, dass wir diese Statue mitnehmen, aber angesichts der ganzen Trümmer, die hier noch immer im Weg rumliegen, denke ich, dass wir tatsächlich Dringenderes zu tun haben. Dann kümmern wir uns erstmal um nähere Angelegenheiten. Answin, ja. Einige deiner Agenten noch am Leben? Nein, ich weiß nichts, also ich hätte weniger Agenten und naja, einige sind umgekommen in der Schlacht von Werheim und die anderen, ich habe zumindest gehört, dass die Kari, das war eins der ersten Gebäude, die kaputt gegangen sind, als die Stadt noch nicht so zerstört war.
Das Und gut, dann, warum, Verzeihung, warum beobachtest du nicht eine Weile dieses, den Eingang hier herunter und schaust, ob sich irgendjemand hier herumtreibt? Vielleicht betet hier ja noch jemand. Das ist doch eingestürzt, ich tu das. Ich stelle mich hier hin und warte. Oben. Nicht hier. Nur so, zur Sicherheit. Ich meine, vielleicht kommt ja auch einfach der Brauer wieder und der sollte nicht unbedingt hier hereinstolpern. Nein, ich glaube nicht. Lassen wir uns wieder nach oben gehen, hier ist es kalt. Es wird auch immer kälter. Sollte man nicht, wäre froh, davon das Haus Feuer in der Festung herauszukommen, aber nein. Gut, gehen wir. Wenn ihr wieder zurückgeht, könnt ihr sehen, dass viele, viele Stunden vergangen sind. Es dämmert wieder bereits und ihr fühlt euch auch müde, gerädert, dadurch, dass die Nacht über gekämpft worden ist. Sowohl unten gegen Dalmoroch, dann in der Luft und dann in der Festung. Zeit ist vergangen. Die ersten Wolken, die ersten Frühlingswolken sind wieder bereits dabei zu regnen. Und es ist an der Zeit für einen Schlafplatz unter offenem, freien Himmel. Wildnisleben. Plus 12. Jetzt will er's wissen. Ach du Kacke. Natürlich. Plus 12. Wildnisleben für eine Übernachtung über offenem Himmel, dadurch, dass wir nicht in der Natur sind, sondern in einer Stadt und ihr das noch nie gemacht habt. Plus 12. 20, 19, 18. Perfekt. Die Punkte, die euch fehlen, bekommt ihr keine Regeneration. Sprich, ihr habt es um einen Punkt nicht geschafft, dann ist eure Regeneration 1W6-1. Ja, RIP. Dann haben wir 25 Punkte fehlen. Und kann die würfeln. Zum Glück verlierst du die nicht, sonst wären wir jetzt tot. Genau. Ihr dürft selbstverständlich, gnädig wie ich bin, eine Konstitutions- und eine Intuitionsprobe machen für einen zusätzlichen Lebenspunkt. Das bringt den, auch nichts. Den gestatte ich euch. Warte, der zählt aber trotzdem in diese Spanne mit rein. Von Nein. Also den, wenn du deine Probe schaffst, dann kriegst du, also die Konstitutionsprobe, dann kriegst du diesen einen Lebenspunkt, den schenke ich dir. Okay, auch wenn sie eigentlich da rein zählt. Ja. Aber wie gesagt, wer die Wildnisleben plus 12 nicht schafft, der bekommt keine Regeneration. Herzlich willkommen in der Nacht der Asche. Ihr habt euch hingelegt in den Park, die modrigen Bäume um euch herum, die entblättert und entwurzelt sind, unheiliges Holz, von den Elementen von Agrimod Vitakal verflucht, durch das Magnum Opus Weltenbrand, den ihr teilweise verhindern konntet, aber das sumpfige, ölige Gras, schmierig verbrannt, spricht andere Zeichen. So liegt ihr, versucht euch hin und her zu wälzen in der freien Luft. Um euch herum könnt ihr das Stöhnen der Stadt hören, die Menschen, die in den Zelten liegen, Brustwunden, Armwunden, zerquetschte Gliedmaßen, das Leid, das menschliche Leid, was um euch herum ist, das Heulen von irgendwelchen Tieren oder von irgendwelchen anderen, die immer noch auf Hilfe warten, mitten in der Nacht in den Kellergewölben, eingestürzte Trümmer, und dann erreicht euch ein dunkles und eindringliches Flüstern. Es wispert eure Namen. Um euch herum scheint es jetzt stiller geworden zu sein und nur eine unerklärliche Spannung liegt in der Luft. Ihr werdet wach. Die Haare stehen euch zu Berge. Und dann könnt ihr sehen, wie um euch herum die Stadt wieder in Flammen steht. Das, was am Vortage gelöscht war, fängt wieder an zu brennen. Die Stadt gibt einen Rucken von sich. Die Erde bricht etwas auf um euch herum, ihr könnt es knacken hören. Es ist immer noch Nacht, immer noch dunkel. Noch kurz vor eurem geistigen Auge, die in Hass erfüllten Schädel von Galotta erblicken, das verzerrtes Gesicht,
Die Augen voller Rachsucht. Das Dämonenmal, was sich nach unten zieht. Und dann werdet ihr leicht gerüttelt. Nach und nach tritt Ludolf von Wettlingen an euch heran und macht euch wieder wach. Seid komplett gerädert. Ihr das gehört? Feuer! Feuer! Was? Ja. Oh, Ludolf. Es brennt. Die Stadt steht in Flammen. Ich weiß nicht, wie das geschehen ist. Überall. Ihr könnt auch erkennen, wie die alte Residenz, obwohl sie schon gelöscht war, wieder in Flammen steht. Um euch herum könnt ihr jetzt wieder die Schmerzenstöhne wieder lauter hören. Auch sie sind allesamt wach. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber vielleicht sind das irgendwie die Überreste, die Trümmer. Was ist dort oben geschehen? Redet. Was habt ihr mit Galotta gemacht? Galotta wurde der Hochmut zum Übel. Sein Herr entschied wohl, dass er nicht mehr nützlich ist. Ja, aber was ist dort oben geschehen, Mann? Die Festung ist zerbrochen, mehr wissen wir auch nicht. Frag den Mechaniker. Es sah so aus, als hätte Galotta seinen Pakt gebrochen. Und das hätte ihn sein Leben gekostet. Und da er nicht mehr im Leben war, ist die Festung auseinandergebrochen. Magister Leonardo! Was ist da oben los? Das ist ein Ruf. Der Ruf des Erzdämons. Konntet ihr den Splitter bergen? Den Splitter? Der Splitter der Dämonenkrone ist auf der Festung. Natürlich. Selbstverständlich. Oh, 12 Göttern. Natürlich. Wie konnte sie auch sonst fliegen? Müssen wir finden. Die Stadt wird jeden Tag erneut brennen, wenn er nicht geborgen wird. Jeden Tag erneut erschüttert von den Elementen. Und wie stellt ihr euch das vor, Avelmir? Sollen wir mit einem Karren oder einer Schaufel hindurchgehen und jeden einzelnen Unmetallbrocken umgraben, in der Hoffnung, das Ding zu finden? Sollen wir dann der Windschnellroute vielleicht an den Trümmern vorbeilaufen und schauen, wo sie ausschlägt? Wir benutzen unseren gesunden Menschenverstand. Wir wissen, dass der Splitter von seiner Macht durchdrungen ist. In den Stadtteilen, in denen besonders heftig, nun ja, diese Unelemente wüten, müsste das Zentrum des Splitters sein. Meister Leonardo, wir konnten aus der Luft sehen, wo die Teile der Festung niedergehen könnten, zumindest die ungefähre Richtung. Ihr wisst wahrscheinlich am besten, wo der Splitter aufbewahrt wurde. Welche Richtung sollten wir einschlagen? Wahrscheinlich auf seinem Kopf. Hattet ihr dort so etwas gesehen wie einen losenden Ast, zuckend, windend? So etwas in der Art? Ein Ast? Nein. Also ich habe sowas nicht gesehen. Umspielt von einem roten Glosen in alle Richtungen. Schatten mit kruden Zweigen. Ein brennender Anblick, der jeden Betrachter schmerzt. Scharf und gezackt und die Konturen unstet und dampft im Inneren und die Eindrücke von Höllenfeuer, Sturm und Fraßbäumen und gesplitterten Bergen. Sie huschen durch euren Geist, wenn ihr ihn erblickt, und die Bruchkanten der alten Dämonenkrone sind noch daran. Nein, dies haben wir nicht gesehen. Dann müsste man den gesplitterten Berg durchsuchen. Es gibt dort viele Kammern, Regionen, vielleicht teilweise sogar Sachen, die direkt in die Niederhöllen münden. Die Überreste der Festung. Auch einmal hinein. Aber wie sollen wir uns dort zurechtfinden, ohne die Adern? Zu Lebzeiten gab es keine Karte, die... Die Räume wandelten sich und drehten sich ineinander. Sie war beseelt, eine lebende Dämonenfestung.
Sie lebte tatsächlich. Sie existierte. Wie das jetzt aussieht, weiß ich nicht. Aber irgendwo dort muss der Splitter sein. Und wenn er nicht gefunden wird, dann brennt Garrett erneut. Bis in die Ewigkeit. Wir haben uns schon einmal in der festen Zeichen gefunden. Mittels der Venen. Jeder durch. Und es fließt kein Blut mehr durch die Festung. Wir haben das Maschinenherz vernichtet. Sie ist auseinandergebrochen. Vielleicht. Wer weiß, was das für ein Konstrukt da jetzt auf dem Boden ist. Vielleicht ist diese Kammer überhaupt nicht betretbar von außen. Vielleicht ist sie eingestürzt. Geht doch nicht immer vom Schlimmsten aus. Wie vielleicht in seinen Prunkemächern. Es sind eigentlich 7 Räume, die nebeneinander sternförmig liegen. Gegenüber von der Herzkammer. Vielleicht dort. Ja, aber wo ist die denn heruntergegangen? Ich habe keine Ahnung, wo welches Teil liegt. Der alte Mann deutet an dir vorbei und du blickst immer noch auf den schwarzen, riesigen Splitter, der aus der Brache nach oben wuchert. Hunderte von Schritt hoch. In den Himmel. Also irgendwo da drin. Nicht nur, dass wir den gesplitterten Berg betreten müssen, sondern auch noch die Dämonenbrache. Damit blickt Leonardo, ohne ein Wort zu sagen, in Richtung von Isarun. Ich war bereits einmal dort. Es ist kein schöner Ort, aber man kann mit viel Mut und Geschick darin überleben. Nun, irgendwer muss. Wir sollten aber irgendeine Art von... Na, was weiß ich denn? Irgendein Material mitnehmen, damit wir da Spitzhacken, was weiß ich denn? Hör mal. Ich meine, wollt ihr einfach einen Eingang suchen und hoffen, dass wir uns da durchfinden? Ja, was? Du hattest schon einmal einen Splitter der Dämonenkrone in den Händen. Ja. Wie fasst man so etwas an? Reichen Handschuhe, oder? Damals hatten wir, Kiaras hat so einen speziellen Dolch, der so aufklappt. Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Und da hatten wir den reingesteckt, weil man... oder wir hatten ihn auch kurzzeitig mal im Mantel getragen. Also wirklich nicht nur ein kleines bisschen Stoff wie bei Handschuhen, sondern wirklich viel Stoff. Nun gut, solange der Stoff reicht, er könnte Feuer fangen. Jedenfalls, Rafim, wenn die Festung zerbrochen ist, wird es wohl genug offene Stellen geben, durch die wir hineinsteigen können. Ja, bestimmt, aber wir müssen ja, also, ich weiß nicht, wie ihr euch in dem Haufen da zurechtfinden wollt. Leonardo? Wir brauchen irgendwie einen Anhaltspunkt. Wir brauchen mehr als, es lag mal gegenüber der Herzkammer, das ist ja nichts wert. Aber mir, ihr habt doch Verbindungen zum Zirkel der freien Wissenschaften immer noch. Nun ja, ich habe ihn noch nicht aufgesucht. Ich weiß nicht, ob dieses Haus noch besteht. Wir müssen es jedenfalls versuchen. Dadurch, dass dort viel Alchemie betrieben wurde, gibt es dort auch feuerfeste Handschuhe. Dort könnten wir welche, die uns besser schützen, auftreiben. Sicherheit, aber ich bin mir nicht sicher, ob das gegen einen Splitter hilft. Wir reden hier von einem Werk aus der Dämonenkrone. Das ist korrekt, doch müssen wir es versuchen, wenn wir Garrett retten wollen. Können wir nicht einfach eine Kiste mitnehmen und wir legen den da rein? Holz hat die unangenehme Eigenschaft, schnell zu brennen. Dann nehmen wir eine Metallkiste. Wie wäre es mit einer gefüllten Kiste mit Wasser? Wasser ist nicht dem Schänder der Elemente untertan. Es erhöht könnte natürlich das Gewicht, aber... Wie groß ist der Splitter denn? Wie groß? So groß wie ein Kinderarm. Das können wir tragen, das ist kein Problem. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie wir das Ding finden. Kann man das denn irgendwie orten? Gibt's da Liturgien? Gibt's da Wissen zu? Keine Ahnung, spürt man das? Folgt euren Albträumen. Oder dem Geruch von Rost und Feuer. Weil das wird uns wohl ans Ziel bringen. Ja, wunderbar.
Ihr müsst wissen, dass die Erzdämonen, sie sind Chaos. Sie kämpfen gegeneinander, selbst innerhalb der Festung. Der Gegenspieler, man sagt hier nicht die Namen, oder? Nein. Das habe ich mir gedacht. Damals in Havena, da gab es noch keine Magie. Er rüttelt sich so ein bisschen frei aus seinem Wachtraum. Der Gegenspieler von Praios und der des Ingrim kämpfen gegeneinander. Es gibt einen Schacht. Er war damals führte durch die gesamte Festung. Ich habe ihn gebaut. Den Zweck wollt ihr nicht wissen. Der Abgrund. Ohne direkte Verbindung nach draußen, ein 10-Schritt durchmessendes, ein bodenloser Schacht. Mit zerklüfteten und senkrechten Wänden. So wie die Festung als spitze Nadel aus der Brache wuchert, könnte es sein, dass ihr dort auf der Unterseite eins der klaffenden Löcher findet. Ein kunstvoller Torbogen. Der Abgrund verbindet mehrere Ebenen des lebenden Labyrinths miteinander und man kann einige Schreie daraus hören oder dumpfes Hämmern, metallisches Kreischen, Knurren. Lasst euch davon nicht beirren. Geht etwa, würde sagen, 500 Meter nach oben, beziehungsweise die in den Schacht entlang, denn wenn er nicht mehr nach oben zeigt, dann orthogonal zum Boden. Dort könnt ihr dann über eine der Schächte in Richtung des Maschinenherzes steigen. Und von da aus geht es in die Prunkgemächer. Und passt beim Rachen auf. Und das ist was? Groteske Auswüchse aus Unmetall und rostigem Eisen. Schrittlange Spitzen, vielleicht so etwas wie Zähne. Deswegen nannten wir es spaßeshalber den Rachen. Zuckt mit den Schultern. Wir hatten damals keinen Humor. Aber brauchen wir dann nicht Kletterausrüstung, wenn die Festung jetzt seitlich liegt? Dann müssten doch die Gemächer in die Höhe wachsen, oder nicht? Die Gemächer müssten also, wie auch immer sie zu dem Tunnel liegen, sie müssten entweder nach oben wachsen oder nach unten. Ihr bewegt euch auf alle Fälle in drei Dimensionen. Dann brauchen wir jede Menge Kletterausrüstung. Säule und Haken. Ketten. Besseres. Ja, Ketten. Was wollen wir mit Seilen? Bei diesen ganzen dämonischen Felsen, die werden uns zerschneiden. Unmöglich, aber so viel, wie wir brauchen, können wir nicht an Ketten tragen. Deswegen brauchen wir Seile. Solltet ihr Gold oder Silber in egal welchen Mengen finden, dann lasst sie liegen. Das ist nicht gut. Und Metall nehme ich an. Schlimmer. Und wir werden Proviant brauchen. Wieso glaubt ihr, dass das so lange dauert? Ihr nicht? Ich meine, ja, wenn er wirklich recht hat und wir den Eingang zur Festung finden, dann 500 Meter da reinlaufen, dann zu der Herzkammer durchbrechen. 3 Stunden vielleicht. Es kann nie schaden. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe vorgestern zum letzten Mal was gegessen. Ja, natürlich, wir müssen uns essen. Ja, da bin ich bei euch, aber wir sollten uns lieber auf Seile und Ähnliches konzentrieren, anstatt auf Proviant. Und wir brauchen diese Kletterhandschuhe immer. Haben wir noch welche? Ich sollte meine irgendwo haben, aber... In den Schubutzes Haus, denke ich mal, habt ihr eure gelassen. Ich habe meine auf jeden Fall mit auf die Festung genommen. Ich habe das damals auch, bevor wir ausgebrochen sind, auch noch gesagt, dass jeder, der noch seine Handschuhe hat, die mitnehmen sollte, falls wir klettern müssen. Und wenn wir wohl bei Putzens vorbeischauen müssen, hm? Und bei den Alchemisten. Ich werde nachsehen, ob in der Schwert und Stab inzwischen weitere Trümmer weggeräumt wurden und ob vielleicht ein Behältnis zum Transport des Splitters aufzufinden ist. Vielleicht taucht der Zwerg ja auch irgendwann wieder auf. Der hat sicherlich 1 oder 2 Takte dazu zu sagen. Davon ist auszugehen.